Добре дошли във вашия любим подкаст, сега обаче бързо-бързо. Днес са трите най-важни мотопартита, островите Баунти, стари таксита и разбира се, Снилс и Кристоф. Das war bulgarisch. Da sind wir wieder. Hallo. Da sind wir wieder. Hallo. Ist da jemand? Gerade... Hallo? Ja, ich bin da. Christoph. Ja, gut. Hallo, sehr Nils. Schön, Christoph. Hi. Ja, schön, dich zu hören. Ja, ich sehe dich auch, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe dich auch. Ja, das stimmt. Ich sehe dich auch. Und du siehst erholt aus und du siehst gut aus und du hast jetzt Ferien, wenn ich das richtig verstanden habe. Die großen habe, ne? Ferien, meine Damen und die Herren. Großen Sie sind Ferien. Jetzt endlich da. Dann machen wir gleich mal hier den Sekt auf. So. Ja, warte, den Sekt muss ich mir auch noch aufmachen. Eieieiei. Ja, und wir haben es mittlerweile bis nach Bulgarien geschafft, habe ich gerade gehört. Das ist korrekt, das ist korrekt. Das war gerade bulgarisch. Und ja, an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank tatsächlich an alle, die bisher Intros eingesprochen haben. Ja, ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Das und auf jeden freue Fall. Mich darüber, dass die Bereitschaft, das zu machen, bisher so hoch war. Also es hat noch niemand gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Oder aus politischen Gründen verweigert, genau. Mhm. Ja, mhm. Bulgarien, da fällt mir noch ein, die Hauptstadt ist Sofia. Ja. Und der HSV hat sich nach der WM 94 in den USA einen der Starspieler, weil die Bulgaren bis ins Viertelfinale gekommen sind, Deutschland auf den Weg rausgeworfen haben. Und dann spielte nämlich Jordan Letschkow zwei Saisons beim HSV. Ja. Und der hatte auf der Stirn so einen kleinen Haarbüschel hatte der noch. Ja, so ein Pollstreifen und quasi. Wenn man dann Leute sah, die zwei solche kleinen Haarbüschel noch hatten, weil der Rest ausgefallen ist dahinter, dann hat man das den doppelten Letschkow genannt. Das war also kein Schnaps, der doppelte Letschkow. Letschkow, nicht Letschkow, 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 genau. Wahrscheinlich habe ich damals fälschlicherweise Letschkow gesagt. Ja, damals hat man ja auch viele Dinge falsch gesagt, glaube ich, 1994 da. Kann ich mich noch an eine Pressekonferenz, würde heute auch nie wieder so stattfinden. Damals war der Fußballer Rainer Bonhoff, sagt dir vielleicht auch noch was. Ja, das sagt mir was. Ja, der war bei einer Pressekonferenz kurz vorm Spiel gegen Südkorea und dann fragte einer der Presseleute, Herr Bonhoff, was können Sie uns denn über die Südkoreaner sagen? Naja, manche heißen Bum, manche heißen Cha, manche heißen Hong. Ja, und dann haben alle darüber gelacht. Einfach mal schön ein paar Stereotype abgerissen. Super. Oh Gott. Und das gezeigt, wie ernst man diesen Gegner damals genommen hat. Etwas zu unernst, würde ich sagen. Dafür ist man dann vor 3 Jahren gegen Südkorea in der Vorrunde endgültig rausgeflogen. Das war dann die Retourkutsche von 94. So läuft das manchmal. Dieses Jahr ist ja auch nicht so super für die Fußballnationalmannschaft. Nee. Das stimmt. Ich glaube, aber vor 2 Wochen waren die auch schon draußen. Da haben wir noch über Dänemark geredet. Ja, oder so, ja, exakt. Genau. Und jetzt sind es die Italiener geworden. Ja, ist doch okay. Ist doch okay. Hauptsache England hat den Pokal nicht bekommen. Das ist die Hauptsache. Und weißt du, es ist eine Sache, die mich im europäischen und weltweiten Fußball nervt. Die muss ich immer ganz klar loswerden. Die ganzen entscheidenden Topspiele, ne, die starten irgendwann zu Zeiten, wo du einfach nur denkst, es ist Sonntag. Warum soll ich bis 22 Uhr wach bleiben und mir ein Fußballspiel angucken? Die Amis, die lassen ihren Super Bowl Ortszeit 18 Uhr starten. Dann geht er bis 9 oder 10 und dann ist Feierabend. Und dann kann auch jeder... Ich verstehe auch nicht. Ich finde... auch mal ins Bett. Um 20 Uhr starten würden, wäre das ja schon mal besser, ne? Aber um 21 Uhr ist doch schon spät. Und wenn dann noch Elfmeterschießen und du bis 0 Uhr und am nächsten Tag sollst du, vielleicht widmet sich das hauptsächlich dem südeuropäischen Publikum, das da die Zeiten etwas später verankert hat. Die das könnte natürlich sein. Konsenszeiten, sage ich mal. Mehr Interesse, genau, so ist das wahrscheinlich. Genau. Ja, das war unser kurzer Fußball-Ausflug.
präsentiert von der, kennst du noch, jetzt schwelgen wir wieder in alten Dingen, kennst du noch die kurzlebige Jugendfußballzeitschrift Baller? Nee, Das nee. war eine Ich kann mich nur Ultra. so an Kicker und was war das andere große neben Kicker? Das war damals auch noch so im auf Zeitungspapier, auf richtigem grauen Zeitungspapier mit Druck. Kicker und wie hieß die andere? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Sportbild? Ja, die Sportbild gab es auch, aber ich glaube, es gab noch irgendeine andere. Naja, komme ich nicht drauf. Nee. Nee, Ja, aber Baller, was kam Baller da war so? so ein Jugendmagazin für damals Teenager und war halt auch sehr einfach aufgemacht. So ein bisschen wie die Bild-Zeitung für Kinder oder wie die Bild für Kinder. Und ich kann mich erinnern, da wurden Fanclubs vorgestellt. So neu gegründete Fanclubs. Da gab es ein Und da hattest du FC. Lust, einen zu Nein, gründen? nein, nein. Mein Highlight war damals der eine FC Bayern München Fanclub, der sich ganz passend zu den FC, zum FC Bayern und so weiter sich Dragon Power genannt hat. Wow, Ob der heute das war noch mal ein cooler existiert? Name. Ja. Das könnte man natürlich mal nachgucken, Ich glaube nicht. Ich glaube, der war sehr kurzlebig. Im Übrigen weiß ne? ich auch nicht, Drachen und Bayern, passt das zusammen? Ist da irgendwie eine Verbindung? Nö, Ist da wüsste ich irgendwas jetzt nicht, aber Historisches vielleicht. bekannt? Vielleicht gibt es Wolperdinger Drachen oder irgendwie Ja, sowas, wer dass weiß, man ja. das miteinander kombinieren und verbinden kann. Ja, genau. Das kann gut sein. Ja, der bayerische Drache. Der bayerische Drache erhebt sich wieder. Der bayerische Drache. Vielleicht Edmund Stoiber? Ist Edmund Stoiber der bayerische Drache? Der bayerische Smaug, der auf einem Riesenschatz sitzt? Oder ist das Uli Hoeneß? Man weiß es nicht genau. Ich habe gehört, Edmund Stoiber hat eine riesige Modellbahn im Keller. Wenn das ein Goldschatz ist, dann ja, Hat dann hast er du recht. denn auch den von ihm zitierten Münchner, die Trasse des ICEs von Münchner Flughafen in die Innenstadt damit eingebaut? 10 Minuten braucht bei ihm eine Modellbahn von der einen Ecke des Zimmers in die andere. Nein, das ist gar nicht Stoiber, das ist hier unser Innenminister, der die Modellbahn im Keller hat. Ich weiß gar nicht, was Stoiber so alles macht. Also Ja, man weiß es nicht. für alle Spätgeborenen, sucht mal auch bei YouTube Edmund Stoiber, Rede Transrapid München. Das Ja, sehr gute Empfehlung. ist ein absolutes, es ist Fremdscham hoch 5, mindestens. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, packen noch zwei, drei, vier Lieder auf die Liste und sind dann gleich zurück mit den wichtigsten drei Motto-Partys, die ihr feiern könnt diesen Sommer. Und bevor der Einbinder dazu kommt, packe ich mal rauf Gardenien Sonic Death Monkey. Das Oha. ist schöner Göteborger Melodic Death Metal. Gutes Album, Sindestries. Einfach Und mal mal was Konträres dazu von Black Mill, das Lied Oh Maya. Oh my. Oh, Maya? Wie der Maya? Ja, Wie? nee, Miah. Oh Maya. Da ist wahrscheinlich eine Frau damit gemeint, ne? Ja, Ja, denke ich ich auch. sende hiermit Grüße an meinen lieben Papa. Der hat mir nämlich einige seiner Vinyls ausgeliehen. Und ich habe da das, packe den Song Afrika von Toto rauf, weil der sich auf Platte nochmal richtig gut anhört. Richtig Aha, gut. super Drum Sound, super Genau. Drum Sound. Und ich packe noch rein, da jetzt die großen Ferien sind, von Helge Schneider, Sommersonne Kaktus. Und jetzt kommen sie, die wichtigsten drei Motto-Partys. Und da sind Da wir sind wir wieder. wieder mit den wichtigsten Ist drei. neu. Und wir haben uns dieses Mal Gedanken gemacht, welche Motto-Partys könnt ihr feiern, jetzt wo Partys wieder erlaubt sind? Party, 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 Hits, Hits, Hits. Alle runtergespielt hier. Auf welche Motto-Partys hätte man Bock? Was könnte man da machen und was gibt es da Besonderes? Boah, ich habe mir drei ausgedacht. Du auch? Ich würde sagen, los geht's. Fängst du Ja, an? ich fange an. Es ist ein Relikt aus dem letzten Jahr, als im Zuge der Corona-Pandemie gewisse Grundbedürfnisartikel rar wurden. Und zwar, Oh. ich stelle mir eine schöne Klopapierparty vor. Man kann mit Klopapier alles machen, man kann sich als Mumie verkleiden, man kann sich Klopapier um den Kopf wickeln und sich als Verletzter darstellen, man kann die Wohnung mit Klopapier dekorieren und
Stuhlgang sollte auf dieser Party überhaupt kein Problem darstellen, denn Klopapier ist genügend vorhanden. Wie oft kennt man das? Oh nein, das Klopapier ist alle. Hilfe, was Ja. tun wir? Es ist da. Das Klopapier ist da. Man kann alles, man kann die ganze Wohnung in Klopapier einrollen. Alle Ganz Lampen, geil. alle Möbel und man hat so eine richtig schöne Erinnerung an die Zeit, wie es letztes Jahr war. Und dazu trinkt man schön Corona-Bier und freut sich, dass man sich wieder treffen darf, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist, sag ich mal. Und ist es dann auch so, dass die Gäste eine Rolle Klopapier mitbringen? Das ist Pflicht. Also möglichst viel Klopapier mitzubringen ist Pflicht. Und dann gibt es auch so Bleistifte, die ausliegen und dann kann man so Geschichten auf Ja, Klopapier rollen, malen natürlich, oder so. natürlich, natürlich. Man kann da alles machen. Man kann Klopapier Bowling spielen, man kann Klopapier Curling spielen. Es ist hier, es ist das reinste Klopapier Eldorado, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Partys aus Göttingen erinnern kannst, aber da waren damals durchaus auch Leute, denen man zutrauen würde, dass sie aus zwei Rollen Klopapier sich ein Seil bauen und sich aus dem zweiten Stock dann ins Erdgeschoss abseilen draußen am Balkon. Durchaus, durchaus, ja, das ist ja allgemein bekannt, ja, also eine schöne Klopapierparty wie bei mir auf Platz 3. Nicht schlecht. Bei mir ist auf Platz 3 die Bockwurstparty. Ja, Schön. richtig gehört. Es gibt nur Bockwürste und zwar in allen Variationen. Es gibt als Beginn gibt es gleich so ein Glas Mini-Winnie-Würstchenkette. Kann man sich gleich bedienen. Dann gibt es überall stehen Kocher, Gaskocher, Induktionskocher, Speedkocher und da werden Dosen in Würstchen warm gemacht und du kannst sie überall so snacken. Ja, Es gibt geil. verschiedene Ketchups und Senfs. Es gibt Ja. natürlich Spiele mit Bockwürsten. Du Ja. kannst Bockwürste gewinnen. Es gibt statt Eierlaufen Bockwurstlaufen. Eine Bockwurst auf dem Löffel durch den Garten. Bockwurstparty. Dann werden auch exotische Sachen gemacht. Da werden Bockwürste gegrillt. Da werden Bockwürste frittiert, bis sie platzen. Und ja, die Gäste kriegen vielleicht eine Dose Bockwurst, was Besonderes mit nach Hause. Und vielleicht bringen auch Gäste Bockwurst mit, weiß man nicht. Und natürlich gibt es den Kinder Geburtstagsfeierklassiker schlechthin. Na? Bockwurst mit Pommes und Ketchup. Wo Traumhaft. kriegt man das sonst noch? Bockwurst mit Nirgendwo. Pommes gibt's doch Nirgendwo. heutzutage gar Nee, nicht mehr, oder? das wird heute gar nicht mehr so hergestellt, sag ich mal. Das ist mein Platz 3. Das ist super. Das ist super. Das ist schön. Zweiter Platz geht in Richtung Schaumparty. Und zwar ist Schaumparty. es die Virologen-Lookalike versus Querdenker-Lookalike-Party. Jeder Gast verkleidet sich als Virologe, Epidemiologe oder Querdenker. Und dann wird Aha. im Stil von American Gladiators, wenn du die Sendung noch kennst, werden da wilde Ja. Spiele ausgefochten. Und Oha. am Ende gewinnt man den goldenen Aluhut. In Bronze, den goldenen Aluhut in Bronze. Und entweder darf man Allein das ist den. schon schön. Allein deshalb würde ich gerne kommen, weil ich den goldenen Aluhut in Bronze gewinnen möchte. Genau. Und am Ende sind jeweils Juroren, richtige Epidemiologen und Virologen und vielleicht auch Querdenker, wenn die Zeit haben und nicht gerade damit beschäftigt sind, irgendwie 5G zu zerstören, die bewerten denn, wer war der Beste, wer die beste Performance, wer war am besten verkleidet und wer hat auf jeden Fall den optischen Wettbewerb gewonnen. Das ist dann die Aha, Virologen-Lookalike aha. versus Querdenker-Lookalike-Party. Cool. Ja. Hört sich gut an. Ja, Ich würde kommen. ja. Ich würde Das, ich kommen. wäre auch da. Ich wäre Schönes dabei. Ich wäre dabei. Motto. Ja. Und dann kann man sich vorher angucken, wie sieht Alexander Kekulé aus und dann kann man Ja. sich anziehen wie Alexander Kekulé und Wie, 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 aha. wie redet Karl Lauterbach so? So Stimmt, an stimmt. sich? Ja. Man muss quasi komplettes Mimikry betreiben. Man muss eins werden. Method Acting mit seiner Figur. Die Figur muss leben. Ja, die Figur muss leben. Ich nehme diese Figur nicht an. Das ist dann der Satz, der gesagt wird für die Letzten, die am schlechtesten verkleidet sind. Ja. Du hast eben schon die Schaumparty erwähnt. Mein Platz 2 geht in Richtung Schaumparty. Und zwar stelle ich mir eine Duschgelparty vor. Duschgel ist ein weites Feld. Wir hatten ja auch schon die wichtigsten drei Duschgels hier in der Sendung. Und es ist immer noch ein brennendes Thema bei mir. Und ich stelle mir vor, es ist eine Wohnung, die hat vielleicht zwei, drei Bäder. Es gibt verschiedene Duschen. Es werden kleine Planschbecken aufgebaut, über die Solarduschen, Gartenduschen mit Gartenschläuchen oder vielleicht auch so Sackduschen einfach nur gehängt werden. Und
jeder der Gäste bringt sein eigenes Lieblingsduschgel mit und es wird reihum probiert. Und man Ja. duscht einfach so, es ist eine riesige Schaumduschparty und so. Ja, vielleicht kann man das auch wie eine Tupperparty machen, dass da Ja. Duschgel-Anbieter Ja. vorbeikommen, so wie Ja. Axe oder Adidas. Ja. Und die machen dann kleine Giveaways und Genau. stellen vielleicht Genau. ihre eigene Partydusche auf. Und ja, was ich da auch gut finden würde, wäre ein. Ich habe jetzt eine Idee gerade. Christoph Kennst pitcht du eine das, wenn. Idee. Ich pitche eine Idee. Kennst du das, wenn du mit dem Auto durch die Waschanlage fährst? Ja. Waschanlagen riechen manchmal muffig, aber wenn sie nicht muffig sind, weil du morgens beispielsweise. Es gibt nichts Schöneres, als morgens als Erster durch die Waschanlage zu fahren, weil das Wasser frisch ist. Das wird ja dann wieder aufbearbeitet und so, ne? Aber dieses Waschanlagen-Schaumgeruch, kennst du den? Der ist bei allen Waschanlagen Ja, gleich, bei fast tatsächlich, allen. ja. Und das als Duschgel, weil man dann so diesem Traum nacheifern kann, dass man mal zu Fuß durch die Waschanlage gehen würde. Das als Fragrance, das wäre was. Das wäre Ja. was. Da Das ist das würden. Party-Highlight dann übrigens. Es gibt noch einen kleinen Genau. Ausflug um 12. Es geht zu Fuß zur nächsten Waschanlage und dann wird er dann einmal durchmarschiert. Ja, super, super, Christoph. Das ist auf jeden Fall was, was Schule machen wird, sag ich mal. Wir sind bei der Höhle der Löwen schon zum dritten Mal jetzt dabei, würde ich sagen. Tadumashi. Wir Ja, sind's wieder. wir sind's wieder, deine kleinen Klapskallis. Die lustigen vier, die zu zweit ankommen. Genau. Sorry, den fand ich jetzt echt witzig, obwohl er total schlecht war. Nee, Ja, ist richtig schlecht. pass Richtig auf, schlecht. mein Platz 1. Und Ja. zwar, wie kriegst du die Leute hauptsächlich wieder versammelt? Stichwort Impfunlust. Du machst eine Dartveranstaltung. Und zwar Vaccination Darts. Impfunwillige kriegen eine riesige Zielscheibe auf dem Pöschi gemalt, werden vorher Okay. natürlich dementsprechend abgefüllt und dann sind die Stars der Dartszene. Ich kenne sie ihre Namen nicht. Phil the Power Taylor ist der Einzige, den ich Ja, kenne, aber der hat aufgehört. Filter und so ein Erwin van Gören, nee, ich Van weiß nicht, wie der Gören. heißt. Ja, doch, der hat das mal Van gewonnen. Maijwal, van Merwin Ja, oder der so, hat van auf jeden Merwin, Fall mit ja. dem niederländischen König telefoniert. So, und die Stars treten an und werfen dann richtig schön die Das ist vorbereiteten geil. Spritzen Das ist geil. in den Pöschi. Aber ich sag mal so, das ist sehr schwierig, weil die rotieren so, ne? Das muss ja verschiedene Punkte geben. Und das Bullseye ist natürlich auf der Schulter, wo die Impfung reinkommt. Und wenn Ja. da einer reintrifft, dann wird gefeiert ohne Ende und zack werden die Impfunwilligen geimpft auf einer riesenschönen Darts-Party, die seltsamerweise in einem Impfzentrum stattfindet. Aber es gibt Freibier, Corona natürlich, und dann kommen sie Okay. alle aus den Löchern gekrochen. Und ist das denn auch so, dass alle Darts-Shirts tragen müssen? Du meinst alle Gäste? Ja. Das kann man einrichten, ja. Doch, das ist Weil sicherlich ich glaube, wenn die möglich. das müssen, das wird unfassbar. Ich frage mich immer, wie das im Ali Pally riecht. Und ich glaube, es riecht einfach nach vielen britischen Männern, die Ja, Polyester-Shirts durchschwitzen. ich glaube, es riecht. Durchgespitztes Polyester-Shirt, das ist absolut. Bah. Ich glaube, es riecht auch nach einem Klassenraum nach Sport in der dritten Stunde. Wenn die ganzen Jo. Jungs nicht duschen wollen, sondern schön das Deo-Spray ihrer Wahl auftragen und es riecht durchgemufft. Der Klassenraum wurde vorher nicht Siebte, achte gelüftet. Klasse. Das ist so der Kernbereich, sag ich mal, wie es da so beim Ali Pelli riecht. Vielleicht auch noch ein bisschen Bierdunst, der in der Luft wabert. Ja. Könnte Irgendwie sein, ein ne? bisschen Fish and Chips, so frittiertes. Fisch und Chips, Das zu einer so ein leichter schönen. süßlicher Essigduft. Und man Genau, fragt sich, der ist das der verbindet. Schweiß oder sind es die Fisch und Ja, Chips? genau. So riecht das da, glaube ich. Ich weiß, ich kenne keinen, der da schon mal war. Aber Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. vielleicht Ich kann glaube, man es ist ja auch schwer, mal. da ranzukommen. Ja. Also. Vielleicht kann man ja mal eine Umfrage starten. Wer da schon mal war, kann uns mal den Geruch in dieser Halle beschreiben. Ja, an unsere E-Mail-Adresse, an die schon ganz viele Leute geschrieben haben, habe ich gehört. Ja, genau. Jetzt aber schnell@gmail.com. Genau. Steht auch noch mal in der Video- und Podcast-Beschreibung drin. Und an dieser Stelle, wo wir vorhin Lieder raufgepackt hatten, auf die Playlist, auch nochmal Ja. der Hinweis auf die Playlist. Ja. Jas, Leerzeichen, Tilde, nee, wie, der wird Doch, immer. Tilde ist richtig. Nein, nein, aber es ist ja anders. Die wichtigsten. Tilde. Leerzeichen, Tilde, Jas, Genau. Tilde, oder nicht? Nee, Jas, Tilde, die wichtigsten, Tilde.
Verwirrung pur. Also Jas, Leerzeichen, Tilde, Ihr die findet wichtigsten das Tilde. ganz einfach, wenn ihr Bam. Jas sucht, dann findet ihr auch die Playlist, Leute. Und dann habt ihr richtig gute Mucke am Start. Auch Ich diesmal mehr habe gehört, als Jelly O da findet Songs. man viel, viel Jazz. Ja. Also wir packen es nochmal in den Klappentext dieser Ja, Episode, da könnt genau. ihr auch nochmal Viel reinhören. Jazz. Viel Jazz. Genau, viel Jazz, viel Jazz. Mein Platz 1 der Motto-Partys. Ich habe Ja. gedacht, wir brauchen noch mal eine Landesmotto-Party. Und welches Land liegt näher für eine Motto-Party als sowas mit Verkleiden? Ja. Welches Land liegt da näher als Nordkorea? Eben. Das wäre mir sofort als erstes eingefallen. Wir machen eine Nordkorea-Party. Es wird ein Friseur kommen. Alle kriegen die gleiche Frisur. Alle sehen am Ende aus wie Kim Jong-un. Ja, auch die Frauen sehen aus wie Kim Jong-un. Und das Geile ist, es gibt Rabatt beim Kostümverleih. Warum? Weil alle das gleiche Arbeiteroutfit ausleihen müssen. Und Und beim dann Friseur, der die ist das so Frisuren eine Party macht. mit 74 Kim Jong-uns. Und das Schöne ist, man hat wertvolle Erinnerungen an den Abend, weil natürlich wird der Abend ausspioniert. Es sind Ja, überall versteckte klar, Überwachungskameras, damit keiner was natürlich. Falsches sagt. Das kann Ja. man alles zusammenschneiden. Und ich sag mal, das Essen ist nicht schlecht. Ich weiß nicht viel über die nordkoreanische Küche, aber südkoreanisches Essen finde ich ganz lecker. Und so ein schönes nordkoreanisches Bibimbap, warum nicht? Warum nicht? Warum Genau. nicht? Warum nicht? Why not? Ja. Ja, Und Leute. das Schönste ist das Abschlussfeuerwerk. Oh Das ja. besteht aus kleinen Marschflugkörpern. Schön, ganz schöne kleine Marschflugkörper. Ja. Ja, Sehr gut. das ist auch der Militarist freut sich dann, wenn er das sieht. Ich würde sagen, bevor wir uns da weiter in die Scheiße Ja, aber reinarbeiten, ganz tief. das waren sie, die wichtigsten drei. Und da sind wir wieder. Da sind wir Ich wieder. hatte letzte Woche noch einen Auftrag. Den habe ich mir Ja, selbst gegeben, aber du hast ihn okay. angeleiert. Ja. Ich wollte Dinge rausfinden über Detlef die Soest. Okay, ja, klar, natürlich. Zum Thema Typen, die es nicht geschafft haben. Aber was soll ich dir sagen? Detlef die Soest, bis auf dass er 2000 bis 2012, 2012, Oceans 12, Coach bei Popstars war, was natürlich fragwürdig ist, es gibt gar nicht so viel Negatives über den Typen zu erzählen. Denn Ärgerlich. am 2. Juli 70 in Ost-Berlin geboren. Eigentlich alle Ost-Berliner Stadtteile einmal durchgewohnt. Ja. Pankow, Marzahn-Hellersdorf und so weiter und so Ja. fort. Mittlerweile lebt er in Mitte. Wo Ist sonst? Trennvulkan Mitte, ne? Kann Ja, man so genau. machen. Drunter macht das nicht, du. Nee, tue ich nicht. Ja, bisschen tragische vielleicht Kindheit. Mutter ist gestorben, als er 13 war. Der Vater war Arzt aus Ghana und hatte nun eine Affäre mit der Mutter. Also zu den Eltern hatte er auch nicht so viel Kontakt. Ist im Kinderheim groß geworden, hat später in Marzahn Werkzeugmechaniker gelernt und war nach der Wende Finanzvermittler. Gut, Finanzvermittler, da könnte man jetzt sagen, das ist doch was, Typen, die es nicht geschafft haben. Naja, du hattest ja gesagt, er ist so ein bisschen unter die Verschwörungstheoretiker gegangen, eventuell. So ein bisschen, Tatsächlich ja. hat er letztes Jahr im Mai Nachrichten gepostet, die auf einer Falschinformation seinerseits sich berufen. Er Ärgerlich. dachte, es würde eine Impfpflicht kommen. Und da hat Ja. er gesagt, Impfpflicht, in diesem Land ist doch ein freies Land, jeder sollte entscheiden können, bla bla bla. Er hat das mit ein bisschen vielen Ausrufungszeichen Ärgerlich. im Passiert häufig. Till-Schweiger-Style Passiert häufig, ja. geschrieben. Aber er hat das relativ schnell dementiert und auch gesagt, nein, ich bin geimpft, Kinder sind geimpft, alles supi, gar kein Problem. Er hätte nur eine Impfpflicht halt schade Hat gefunden. er davon Insofern, gehört? Detlef Soest heißt er eigentlich nur, woher das D kommt mit dem Ausrufezeichen. Ja, ganz wichtig, es ist kein D-Punkt, es ist ein D-Ausrufezeichen. Genau. Detlef D. Soest, gar kein so übler Typ, glaube ich. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, der ist eigentlich ganz korrekt. Sich halbwegs immer einigermaßen authentisch geblieben. Ja, doch. Ich habe auch keinen Groll mit ihm. Ich hätte ihn mal ansprechen sollen. Ich glaube, er hat drauf gewartet. Er hat drauf Glaube ich auch. gewartet. Er hat drauf gewartet, ja. Ich glaube, wie sicher, Das glaube ich nämlich auch dass er da nicht. gesagt hat, komm, sprich mich doch mal bitte, 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 bitte an. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich dich hier beiseite schiebe? Du hörst mich immer noch, Ich ne? höre dich immer noch. Du kannst mich gern Oh, das war beiseite super. schieben.
Dann kann ich dir jetzt noch was Schönes erzählen. Und zwar hat Ja. Spektrum der Wissenschaft, Ja. mir vor einem Monat was Schönes erzählt. Und zwar ist die Überschrift: Bier aus Schiffswrack war mit seltener Hefe gebraut. Oh, seltene Hefen. Ja, der Frachter Wallachia ist mit unzähligen Flaschen Bier an Bord vor 126 Jahren gesunken. Damals hat man in Schottland mit ungewöhnlichen Bierhefen gebraut. Die benutzt man heute gar nicht mehr. Nee. Heutzutage benutzt man für alle Biere, die so standardmäßig gebraut werden, leider die gleiche Hefe. Das ist ja ärgerlich. Man hat es geschafft, jetzt aus drei dieser gesunkenen Flaschen, die noch zu waren, Heferückstände wieder zu kultivieren aus dem Wrack. Also hat man Nein. gehoben. Nein. Und also diese Hefe heißt jetzt Debaryomyces oder so. Die ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Und jetzt wollen wir mal versuchen, ja, Ein seltenes der Bier zu brauen. ist sonst nur in spontan vergorenen belgischen Bier zu finden. Ah, Und ja, das ist doch mal ein ganz, Fund, ganz ein interessant, Fund oder? für die Wissenschaft. Ja, definitiv. Ja, Klasse. ich finde das nämlich auch noch. Und weißt du was? Na? Wie heißt die Bierhefe, die standardmäßig gebraut, mit der standardmäßig gebraut wird in Europa? Saccharomyces pastorianus carlsbergensis. Ach, die. Ist ja ein Ding, oder? 1888 im Labor der Brauerei Carlsberg entwickelt, verbreitete sich Erschaffen. schnell in der Bierindustrie und hat alle anderen Bierhefekulturen leider verdrängt. Tja. Die Hefe bestimmt allerdings einen großen Geschmack des Bieres. Eben. Insofern, tja, schauen wir mal, was da auf uns Was da noch biermäßig auf, auf uns ja, was zukommt, da ne? jetzt in Zukunft von der Insel rollt, würde ich mal sagen. Ja, genau. Genau. Das ein Christoph, kleiner ich hatte dir ja Exkurs. vor einiger Zeit, hatten wir was angeteasert, und zwar, da habe ich jetzt einen vorbereitet. Du wärst dann in der nächsten Folge theoretisch dran. Prominente und Politiker, die Streetfighter-Charaktere wären oder Oh ja. Prügelspielkämpfer. Und Oh ich ja. habe mir spontan heute noch was überlegt, dir noch nicht Bescheid gesagt, du hast dann nächste Woche Zeit zum Vorbereiten. Und Alles zwar, klar. wenn man, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, VIP-Fighter oder Promi-Fighter Germany XT oder irgendwie sowas. Man braucht ja immer einen geilen VIP-Straßenfighter. VIP-Straßenfighter zum Beispiel. VIP-Straßenkämpfer. Genau. Und ich habe mir unseren vielgeliebten Politiker Peter Altmaier ausgesucht. Wir haben ihn schon oft zitiert hier in Wir wissen in schon, wie diesem seine Wohnung Podcast. Wir aussieht. kennen seine Bibliothek, wir wissen um die Geheimnisse seines Wursters, der da irgendwo in der Ecke steht. Ja, und wenn man sich jetzt ein Spiel vor, wenn man sich jetzt Street Fighter vorstellt und spontan, welcher Charakter würde dir einfallen, dem Peter Altmaier am ähnlichsten sieht? Ich denke spontan an einen sehr stämmigen Japaner. Richtig. Man könnte jetzt natürlich sagen, aha, das ist klar. Peter Altmaier nimmt die Rolle von I oder E Honda ein. Und das ist auch völlig Genau, richtig. Das ist genau. auch völlig richtig. Peter Altmaier trägt aber in diesem Videospiel einen, ups, jetzt ist mir das Mikro umgefallen, einen zerschlissenen Anzug. Also es sieht aus, also man muss sich den Anzug so vorstellen, wie nach einer richtig langen Marathonsitzung. So die letzte Marathonsitzung mit Angie, weil sie noch unbedingt was ganz Wichtiges durchbringen will. Okay, Dieser okay. zerschlissene Anzug. So. Und er Und bleibt hängen an einem Nagel, an einem ja, nagelnden Parkett. genau. Und erstmal ist es natürlich so, wenn man ihn auswählt, sein Avatar oder Sprite, wird das ja im Fachchinesisch genannt, Ist ein ein Sprite. Sprite, der ist natürlich, hat auch ein bisschen Schaum vorm Mund, weil er richtig durch ist und nur noch nach Hause will zu seinem Wurster. Und er verteilt natürlich Bud Spencer-like Schellen. Also er kann auch nicht richtig treten, weil da ist, glaube ich, sein Bauch im Weg, aber er verteilt unglaublich kräftige Schellen. Und er kann das auch genauso wie E-Honda, diese ganz schnellen Arme, weißt du, dieses. Wenn er, ja, Ja. da nimmt, hat er einfach ein unglaublich altes, eisenbeschlagenes Buch aus seiner Bibliothek in der Hand, mit dem er dann seinen Kontrahenten verdrischt. Und E-Honda, sag ich schon, Peter Altmaier hat, wenn er viel Schaden einsteckt, auch so eine Sonderfähigkeit. Da geht so ein Balken immer weiter und wenn die erreicht ist, kann er die auslösen. Das sieht man denn an der Spielfigur, indem ihm langsam der Kragen platzt. Und er fängt an zu schwitzen und der Speichelfluss wird mehr und Ach Gott.
Es strömen quasi Flüssigkeiten aus ihm, die den anderen ausrutschen lassen. Genau. Und dann, wenn die Anzeige aufgeladen ist und man auf Ausführen drückt, dann zieht er aus der Tasche seinen Privatwurster, prügelt da erstmal 1, 2, 3, 10 Mal auf seinem Gegner ein und dann zaubert er ein riesiges Regal aus seiner Bibliothek hervor und knallt das auf seinen Gegner drauf. So. Und dann das, ja? Wie ist denn sein Name, habe ich mich gefragt. PA Audi? Nö, er heißt PA Punkt Audi? Peter heißt er. Peter Alti, Peter Alti. Peter Alti. Ja, und Palti. ja, er wird dann auch schnell sauer. Wenn er sauer wird, dann kann er seinen Gegner auch, wie bei der Fridays for Future-Versammlung, als er ausgepöbelt wurde, kann er auch anfangen zu pöbeln. Es lähmt deinen Gegner und dann schmeißt er sich einfach mit seinem Wanst auf dich rauf. So, Krass, und krass. zum Ende, wenn er einen Kampf gewonnen hat, dann reißt er sich die Reste seines Anzugs runter und holt seinen kleinen Wurster wieder aus der Tasche vor und knallt sich erstmal drei vegane Wurste rein, rülpst unanständig, pupst dann auch noch richtig unanständig und ja, wankt dann leise aus dem Bild. Ja. Ends with the victory of Peter R. Ja, genau. Genau, das ist Peter Altmaier. Ein sehr schwierig zu steuernder Charakter, weil man hat unglaubliche Verzögerung bei der Tasteneingabe, weil Peter ja auch jetzt nicht der Ja. Sportlichste ist, sag ich mal, ne? Ja. Ja. Aber Und wenn du die Tastenkombination C, D, U ja. mehrfach hintereinander machst, dann kommt noch irgendwie. Dann ist er wie sein Unfall, dann fällt er von der Bühne auf dich drauf. Er erscheint zu den Ja, Bühnen und dann fällt er auf dich drauf. genau. Bam. Oder er lehnt das neue Parteiprogramm ab oder irgendwie sowas. Und Stimmt, prügelt das stimmt. seinem Gegner in den Rachen. So. Ja. Ja. Ja, stelle ich Ja, mir das sehr ist schön gut. für. Peter Altmaier als Street Fighter Charakter. Ah, ist wunderbar. Ja. Ja. Ja, und für die nächste Woche bist du dann dran, dir einen zu überlegen. Kann Promi Ist sein, gut. kann Politiker sein. Alles ist möglich. Das mache ich. Wie ist Ja. das eigentlich? Haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber wir sind ja Gläsern an Gläsern, sich. ja. Hören, liebe Hörer, hören wir Ja, uns überhaupt in 2 Wochen? das Wir kann. sind ja beide so ein bisschen im Urlaub. Wir sind beide ein bisschen im Urlaub, deshalb haben wir dazu auch ehrlich gesagt noch keinen konkreten Plan gefasst. Und Nee. es könnte sein, dass wir uns vielleicht auch erst danach wiedersehen, denn ich kann leider nicht genau sagen, wie die Internetverbindung auf Mallorca sein wird, wo ich im Urlaub mich befinden werde. Dann machen wir jetzt einfach eine kleine Sommerpause Ja, und sind dann und in 3 Wochen wieder da und liefern dem Hörer spannenden Content. Oder der ich glaube, das Hörerin. funktioniert. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Nee? Ich glaube, nein, nein, nein. Ach. Ich glaube, wir machen das ganz anders. Wir haben das schon mal während meines Urlaubs so gemacht. In 2 Wochen gibt es an dieser Stelle eine kleine Audio-Postkartensammlung. Und wir hören uns dann in 4 Wochen einfach wieder. Ja, genau, das stimmt. Und für den September, liebe Zuhörer, für die Woche nach dem 12.09. könnt ihr euch schon mal einen Knick ins Ohr machen, denn Christoph, da finden hier Kommunalwahlen statt, im wunderschönen Bundesland Niedersachsen. Und ich bin in der Stadt, in der ich lebe, in den Wahlvorstand berufen worden. Nein, Und man du kann weißt, wie sich das läuft, ne? Du da leider weißt, wie es nicht, läuft. nee, ja, ich weiß nicht, wie der Tag für Einmal mich. da, immer Ja, da. ja. Einmal ja gesagt, immer Ja, ja. ich kann leider nur aus sehr triftigen Gründen ablehnen und ich habe leider keine triftigen Gründe für Du den hast keinen Urlaub gebucht, 12.09. um nicht zu wissen, Nein, auch, da sind die großen Ferien auch schon wieder vorbei. bei dem Job, da kann er natürlich auch immer. Ah, ist das doof? Ja, Ja. das ist doch schön. Vielleicht machst du eine kleine Interviewfolge hier als Podcast. Und Ja. interviewst einfach die Leute, die so vorbeikommen. Ja, schönen guten Tag, was haben Sie gerade gewählt und warum? Ach, Sie haben die chronisch dicken Untertanen gewählt. Wie Ja. kommt das denn? Genau. Ja, also ich werde einiges zu berichten haben, wie in Mittelniedersachsen oder Südniedersachsen, je nachdem, wie man das will, so der Wahlvorstand arbeitet. Ich werde auch, Darfst du denn darüber überhaupt reden? Oder ich, ist dann gilt das äh, so ein bisschen wie ja, ich, beim MI6 dann der nö, Geheimhaltungsdienst? ich darf wahrscheinlich keine Namen nennen, aber ich kann ja einige Beobachtungen zitieren, die ich da gemacht habe. Und Da freue ich mich schon drauf. vielleicht gibt es auch den üblichen, ach, ich muss da noch mal was anmerken. Ich glaube, da wurde falsch gezählt. Da müssen wir noch mal ran. Solche Leute.
Und dann musst du zur Nachzählung oder so. Ja, Das kann sein, ich ne? weiß nicht, ob das nicht nur der Wahlhelfer macht. Ich weiß nicht, ob was der Wahlvorstand genau macht. Da muss ich mich nochmal Aber schlau du musst machen. als Vor gerade als Vorstand musst du ja die ganze Nacht durchknüppeln und die Zahlen präsentieren, oder nicht? Ja. Warum haben sie dich denn als Vorstand gewählt? Warum bist du Nein, denn ihr nicht als siebter Vorstand, Wahlhelfer? in den Vorstand. In den Vorstand. Da sind wahrscheinlich mehrere Personen dann anwesend und nicht nur ich. Ist Vielleicht, ja geil, also ne? falls ich da in der Zeitung lande, werde ich es dir auf jeden Fall mit Bild zukommen lassen. Der Wahlvorstand Das. von Bla XY gibt bekannt. Also das ist, ja. So ein dicker Pottwal, der eine schicken So Anzug ein anhat. dicker Pottwal. Wahlvorstand. Der Wahl. So heißt die Folge heute übrigens auch: Der Wahlvorstand. Aber ohne H natürlich, ne? Der Wahlvorstand in den großen Ferien. Nö, ach, die großen Gut, Ferien. die streichen wir dann. Der Die Wahlvorstand. sind gestrichen, die Die großen fallen Ferien sind aus. Die gestrichen. fallen aus wegen Corona. Gibt's dies Jahr So. nicht. Nö, hast du auch nicht Wäre auch verdient, albern. finde ich. Ist auch mal Wäre auch Schluss. albern. Ja, fertig aus. Schluss. Ende Gelände. Aus die Maus, halt im Wald, Schicht im Schacht. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle blöden Sprüche abgehakt, die es dazu gibt. Ja, war eine schöne Aneinanderreihung. Ja, Also super, wenn ne? sie noch drin ist, war ich zu faul, sie rauszuschneiden. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, du warst schwer beeindruckt von meinen Sprachkünsten in diesem Fall. Kann schon sein, kann schon Ja, sein. Christoph, ich habe noch einen Ausflugstipp für dich, wo du vielleicht mal Ui, hinkommen könntest. ui, Und Urlaubstipp zwar oder nur Ausflug? Ausflugstipp. Denn Okay. man darf die Insel nicht betreten. Man kann sie nur mit einem Boot umrunden. Und zwar, wenn du es dich irgendwann mal nach Down Under ein Stück weiter, nämlich nach Neuseeland verschlägt, dann Oh solltest du auf ja. jeden Fall die Bounty-Inseln auschecken. Die Die, Bounty-Inseln, ja, benannt nach den Schokoriegeln. ja, das, die wurde nämlich am 8. September 1788 von William Bligh entdeckt und nach dem Schiff Bounty benannt. Und das Also, Schiff wurde nach dem Schokoriegel benannt, soweit ich weiß. richtig, richtig, Ja, gut, genau, ja, ja. dann weiß ich. Ja, William Bligh Ah, die ist ja der Bounty-Inseln, berühmte, so. der Captain Bligh ist ja der berühmte Meuterer. Ja. Gegen ihn wurde die Meuterei gerichtet, sagen wir mal so. Ne? Er Ja, war da war ja quasi auch der das Bounty, ist ja Ziel, ein genau. Begriff. Und du solltest dir eine Regenjacke einpacken, denn der Wieso? Jahresniederschlag liegt bei 1500 Millimetern. Aber das ist doch eine gute Gegend, sag ich mal. Gute Leuteviertel da unten. Ja, genau. Da ist doch Und viel Sonne und sowas alles, nee, oder nee, 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 nicht? nee, 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 nee. Du solltest dir auch was Warmes anziehen, denn Was? die Jahresmitteltemperatur liegt nur bei 10 Grad Celsius. Was ist das denn für eine Scheiße? Wachsen da wenigstens Kokosnüsse? Irgendwo muss das Bounty ja herkommen. Ja, ich glaube, das ist die andere Gibt natürlich auch noch Bounty-Insel. Mars und Snickers und Und Duplo und Nuts und so. sowas, ja. Ja. Genau. Und die Insel ist nämlich seit 1998 Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Und um die einzigartige Flora und Fauna zu erhalten, darf da eben niemand rauf. Aber du kannst da Das eben drumherum fahren. finde ich okay. Du wusstest es vielleicht noch nicht, aber unter UNESCO-Welterbe mache ich es nicht mehr. Nee, Käse, verstehe ich. nur noch UNESCO-Welterbe. Städtetrip, UNESCO-Welterbe. Da passt mir Eben, die Bounty-Insel eben. vielleicht ganz gut. Ist das eine? Sind es Es sind mehrere? mehrere, es sind 22 kleinere Inseln. Kleine Und Bounty. Die eine ist die Vollmilchinsel und die genau, andere die so Zartbitterinsel, ist ne? es. So ist es bekannt und bestätigt. Genau. Und du wirst dort übrigens auch viele interessante Tiere treffen. Nämlich die Pelzrobben. Die waren Mitte des 19. Jahrhunderts fast ausgerottet, aber auf der Bounty-Insel wurden dann 1980 wieder 16.000 Exemplare gezählt. Und nee, oh, Entschuldigung, ich habe mich in meinen Informationen verhackt. Die Pelzrobben gab es da früher mal, aber jetzt nicht mehr. Sorry für diesen Ach. kleinen Ausrutscher. Wieso sind die alle an so einer Kokosnussintoleranz Richtig, genau. gestorben? An so einer, ja, genau. Kokosmilch vertragen die nämlich nicht. Aber Ach so. es gibt da seit 1980 16.000 Exemplare des neuseeländischen Seebären. Die kannst du dort sehen. Der sieht Und aus wie Captain Blaubeer. ja, richtig, das ist allgemein bekannt, denn Zamonien ist ja auch in der Nähe. Und du als alter Ornithologe,
als Inhaber Ja. der Seite Ornithologenmachen'sbesser.com. Dich würde Ja. interessieren, dass es dort zum Beispiel die Bounty-Schabe gibt. Die Bounty-Schabe ist ein unglaublich hässlicher Vogel, der so Richtung irgendwas, als wenn Ente und Pinguin einen schlechten Tag gehabt hätten und am nächsten Morgen sich fragen, ach, das war auch dumm, was wir da gerade gemacht haben. So sieht ungefähr die Bounty-Schabe aus. Kleiner ornithologischer Sexunfall. Genau. Die Es ist übrigens Bounty-Schabe. eine Kormoranart. Aber Kormorane, ey, ich bitte Sie, ich bitte ihn. Aber dass der Schabe heißt, ich habe das hier Scharbe. mal in die Tastatur eingeklackert. Ja. Also, ich sehe hier, wenn ich Bounty-Schabe eingehe, dann Ja. kommt nur so ein Tray Bounty. Oh, ja, das ist aber nicht der Kormoran. Und dann gibt es noch das mit der Wistename eines Vogels, und zwar Oh, der der sieht aber Baum. ganz witzig. Ja, der sieht witzig aus, die Bounty-Schabe. Ist ein Partygag, würde ich sagen. Partyvogel. Ein reiner Kommt Partyvogel. nur davor. Hat so ein bisschen Ja. einen kleinen Hängehals, ne? Genau. Aber auch hier wieder kommt ein 24er-Pack Bounty-Zartherb, wird mir da gerade Genau. Ja, auf einer schön. großen Verkaufsseite von einem Typen, der gerade ins All geflogen ist, vorgeschlagen. Aha, wer war das nochmal? Weiß ich nicht. Kann ich nicht drüber Ist, war reden. das so ein 24 Glatzköpfiger? Stück. Ja, so ein Glatzköpfiger. Der ist, Walter glaube ich, mit White seinem aus Bruder. Breaking Bad? Ja, Walter White und sein Bruder Das war der, das Hannes. war, nee, ich glaube, der hatte gar keinen Bruder. Der Polizist war Achso. sein Schwager, glaube ich. Genau, und es gibt auch eine unglaublich schöne Art, den Bounty-Dickschnabelsturmvogel. Der Ui. ist leider kein Bild hier auf meiner Seite zu sehen, wo ich den rausgesucht habe. Aber der Bounty-Dickschnabelvogel, ja, also ich würde sagen, stabiler Typ wahrscheinlich. Und natürlich Stabil. noch. Und natürlich noch äußerst edle Tiere, wie zum Beispiel den Graurückenalbatros. Wenn man da sich das Bild mal anguckt, der sieht, kennst du noch diese Muppet-Figur, die irgendwie so eine Monobraue und so ganz schmale Augen hat? Und so eine Ja. Hakennase, so ein bisschen so sieht er Ja. aus. Wenn ich da auf das Bild klicke. Und es gibt natürlich den Kronenpinguin. Der hat ein sehr schönes Gefieder und Na Wahnsinn. Ganz genau. weich von den ganzen Kokosflocken. Richtig, schön mit Kokosmilch eingegelt, super. Und die Insel ist auch der einzige Nistort des Kronenpinguins neben der Antipodeninsel. Zu dem können Wow. wir später irgendwann mal kommen. Ja, genau. Ich Und da sehe so den. als du als alter Ornithologen-Buddy wirst du deinen Spaß haben. Aber UNESCO-Welterbe, das interessiert mich Ja, einfach das am lockt dich, meisten. ne? Da wusste ich, damit kriege ich dich. Wenn ich dich mit was kriege, dann mit dem UNESCO-Weltnaturerbe. Meine Damen und Herren, ist es schon wieder Oh soweit. Gott, oh Gott, oh Gott. Eieieiei. Also, Christoph, Bounty-Insel, Pitcairn-Insel, North Sentinel Island, Point Nemo, es ist alles da. Also, wenn du demnächst mal im Lotto gewinnst, dann weiß ich, wo deine Reisen hingehen. Ja, und dann brauche ich einen Privatjet, ein schöner Learjet. Richtig, richtig. Das Ein ist. Amanda Learjet. Das ist auch immer bei so Naturerbe richtig gut, wenn da dekadent einer mit seinem Learjet im Tiefflug rüberballert, weil er will ja auch ein paar Vögel fotografieren. Naturschutz fängt irgendwo an, aber nicht bei mir. Richtig. Ne? Der war jetzt gar nicht so Ah, schlecht. Naturschutz. Ja, Hamburg ist eine Taxistadt. Es Ja. gibt viele Experimente mit Taxen, es gibt Moja, es gibt was weiß ich was und es gibt Liefergangster.de. Liefergangster.de und es gibt alte Taxen. Ich habe neulich, ich habe dir ein Bild geschickt. Du hast mir ein Bild geschickt, richtig? Eine richtig, so eine 80er Jahre S-Klasse gesehen. Ja. Der Taxifahrer sah aus wie der letzte Lude, jetzt im Ja. Original. Ja. Schöne weiße Dauerwelle, schöne Pornosonnenbrille, ob er einen Raller hatte, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, schade, dass der keine Nummer an der Seite auf dem Taxi hätte. Ja. Ich hätte angerufen und mich nur noch von dem fahren lassen. Ja, Erstens, das. weil ich Bock auf das Auto habe, zweitens, Ja. weil ich glaube, der Typ hat echt gute Geschichten zu erzählen. Richtig. Und das ist auch so ein Taxi da, der fährt nur seine Stammkunden. Also die Nummer wird nicht einfach so weitergegeben, da. Das könnte auch sein, ne? Ja. Das wird so von Druide zu Druide Genau, weitergegeben. wie das Ja. Zaubertrank-Rezept. Genau. Ja. Ja. Ach Und ja. jetzt habe ich mir noch Alternativen dazu ausgedacht. Ich Na? habe überlegt, was wären eigentlich noch schöne alte Schloren, Ja. die in Hamburg Taxi fahren könnten und was wäre deren, wie nennt sich das, Unique Selling Point? Kann man davon sprechen bei einem Taxi? USP. USP? Ja.
Ja, da kannst du definitiv von sprechen. Ja, das ist definitiv anerkannt. Pass auf, Nils. Ja, ich Ich höre. sehe ein Opel Ascona, einen Ja. alten Opel Ascona, schön in Eierschal-Taxifarben. Und Ja. der hat einen Kofferraum, Ja. der randvoll mit Astra-Dosen Oh ist. ja, leere Die oder werden volle? verkauft, volle. Und das ist ungefähr so, wie wir es mal auf dem Wacken-Festival erlebt haben mit einem schwedischen Volvo. Ja. Das geht gerade so zu, der Kofferraum. Und Ja. wenn du den aufmachst, dann purzeln ein paar Dosen raus. Ja, ein Ja. paar leere sind da vielleicht auch zwischen. Irgendwo hängt da noch eine Rockerkutte und ein Kopfkissen dazwischen. Aber das ist das Astra Ascona Taxi. Richtig gut, richtig gut. Ja. Da muss ich ja mal fragen. Es gab übrigens, habe ich gerade recherchiert, drei Baureihen des Opel Ascona. Den A, B und C. Ja, ich denke entweder an B oder an C Ascona. Wahrscheinlich eher Richtig. den C Ascona. Ja, der sieht auch gut aus. Ja, schön. Ja, richtig gut. Es ist also quasi, ja, die könnten mit Liefergangster.de zusammenarbeiten und Bierlieferanten werden. Könnten sie. Könnten sie. Viel eher mit Liefergangster zusammenarbeiten, könnte aber auch folgendes Taxi, und zwar der Renault R4. Ja, Und der Renault zwar R4. auch, ja. Was ist, warte mal, ich muss da mir erstmal ein Bild machen. Ja, ich kann dir aber schon mal erzählen, dass der natürlich in Taxifarben ist, mit Taxischild oben drauf und so weiter. Aber der hat oben eine Antenne drauf, wie man sie früher von diesen Funkentstörfahrzeugen von der Deutschen Ja, Post das ist kannte. aber ein sehr altes Ding. Jo, und der hat, das ist eine Telefonanlage, der hat diese Antenne oben noch drauf und der hat Ja. wahnsinnig guten Empfang mit dem Teil. Ja. Und der hat so ein altes Autotelefon, so ein Oh. leberwurstbraunes Richtig Autotelefon. gut, ja. Und das ist der Partygag schlechthin bei Besoffenen. Wenn du mit dem Taxi fährst, dann hast du da auf jeden Fall noch richtig was gut ist. Ja, definitiv, ja. Geil. Ja, so Retro-Leute. Oh, lass mal was Retro-mäßiges machen. Ja, Ja, einen habe ich noch, ja, wenn du ihn bitte. hören willst. Ja. Ford Capri. Schöner alter Ford Capri. Ist so eine kleine Rennsemmel. Ja. Vielleicht nur zwei Sitzer. Können höchstens, glaube ich, hinten ein paar Kinderchen drin sitzen. Aber das ist so, wenn du mit dem Taxi fährst, mit dem Fahrer, Oh ja, der sieht aber der nett legt aus, sehr so. viel. Ja, der legt aber sehr viel Wert auf das Äußere des Das Autos, der stimmt, Taxifahrer. ja, Und der fährt tatsächlich. mit dir, der sagt, der fragt dich immer während der Fahrt, wenn das eine längere Fahrt ist. Ja, da kommen wir mal an meiner Lieblingswaschanlage vorbei. Vielleicht können wir noch mal kurz auf eine kleine Wäsche rein. Was du nicht weißt, die Wäsche bei ihm ist immer Handwäsche. Das Ding wird viermal am Tag gewaschen per Handwäsche. Oh, Und ja. da kommt immer einer und dann manchmal macht er auch so anrüchige Sachen und bestellt sich da leicht bekleidete Damen in Bikini, die die Handwäsche ausführen. Oder auch Stripper-Typen, die jetzt gerade während der Corona-Pandemie nicht so viel zu tun hatten, so Ja. Chippendale-Leute. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Taxityp. Aber ja, da muss man ja natürlich mal in der Oldtimer-Szene ein bisschen graben, dass man solche Taxis mal wieder auf die Straße bringt, solche Taxen. Ne? Das denke ich auch. Das, Nils, hast du ja. noch was? Nee. Nee, Nee, nee. dann müssen wir aus medizinischen Gründen jetzt leider den Podcast relativ schnell abbrechen. Wir Ja. wünschen euch eine schöne Woche. Ja, Startet gut genau. und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit kleinen Mit Urlaubsansichten. kleinen Nils, Urlaubskarten. war schön Ja. mit dir zu plaudern. Ja, Bis mit dir bald. auch. Bis bald. Und wartet, Abschau. bevor wir abbrechen, checkt bitte noch unsere Playlist aus. Jetzt erweitert mit 4 neuen Songs. Also reinhören Tschüssi. und abschalten. Ciao.